über sich hinausgewachsen. Piotr Lisek aus Polen hat das 13. Stabhochschulmeeting in Berepack gewonnen. Den 21-jährigen Überflieger hatte zuvor niemand abzurechnen. In Bad Oeynhausen gibt es ein großes Favoritensterben. Erst purzelt der Schwede Alachi Jeng, dann stürzt auch der kubanische Vizeweltmeister Lavaro Borges ab. Drei bleiben übrig und am Ende liefert sich Lisek ein Duell mit Landsmann Premislav Szewinski und dem Schweden Melker Jakobsen. Als beide patzen, ist der Weg frei für den polnischen Überflieger. Am Ende greift der polnische Shootingstar sogar noch den Landesrekord an. Nur wenige Zentimeter fehlen zur Einstellung der Bestmarke von 5,87 Meter.